So Leute, weiter geht's mit Gebrüll oder besser gesagt, wir gehen nochmal zurück, um unseren Chef wieder zum Leben zu erwecken. Denn da hat ja nun eine, ja, das sieht zu fleischlos aus. So, kürzester Weg. Ach, das ist was Blödes. Das sollst du ja. So. Und das hat natürlich auch noch zwei andere Gründe. Aber das bin ich jetzt, ach, bin ich jetzt verkehrt rumgelaufen. Da hätte ich auch gleich langgelaufen können, so einen Käse. Ja, so was passiert halt. So, okay. Da ist er wieder, der Sheridan. So. Ja, bevor wir anfangen, würde ich sagen, mache ich erst einmal ein Level ab. Und zwar beim Sheridan. Ich habe mir das alles nochmal ganz in Ruhe angeschaut hier. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ich bleibe bei meinem Armor hier. Denn, ja, was gibt's denn hier? Wenn ich jetzt die vier Punkte hier drauf verteilen würde, gut, krieg ich, würde ich zweimal Strength, würde ich Strength kriegen, eins. Bei Axt genauso und bei den anderen auch. Also, und eigentlich, wie gesagt, nichts, was ich jetzt unbedingt so bräuchte, weil wir wissen noch gar nicht, auf welche Waffe wir uns letztendlich konzentrieren. Gell? Deswegen, ich bleibe hier bei Amor oder wie auch immer man das ausspricht. Da haben wir jetzt auf 19, haben wir 15 dazu, kriegen wir 15 dazu bei der Lebensenergie. Und zumal, ich will ja auch irgendwann mal Schildexpert haben hier, also den Bonus beim Schild. So. Dito bei unserem Garak. So, Lodan. Ja, genau dasselbe, gell? Also ist alles für mich völlig nutzlos. Also geht's weiter mit dem Missile Weapon. Energie plus 5. Und beim nächsten Mal sogar schon wieder Quickshot 50% schneller. So, auch wenn wir momentan ja keine Dingswaffen benutzen. Ja, keine Missile Weapon, gell? So. Oh, jetzt fängt er wieder an, Krach zu machen, der Kollege. So. Bei der Schnecke wird's anders aussehen. Da werde ich als nächstes erstmal nicht mehr hier bei der Feuermagie weitermachen. Weil das bringt mir jetzt erstmal nicht allzu viel. Die Sprüche, wenn ich keine Sprüchrollen. Ich habe jetzt schon hier den Spruch, wo ich keine Spruchrollen habe. Genauso wie unten bei Spellcraft. Ja. Ich werde dann auf jeden Fall hier mal der Eismagie mindestens auf 7 hochnehmen. Und dann später werden wir weitersehen. So. Zwei Sachen. Ist richtig? Ja. Zwei absolut lustige Sachen. Und zwar, mein Sohnemann hat mich angeschrieben und hat gesagt, ey Papa, du hast was vergessen. Du hast einen Knopf übersehen. Ich habe gesucht wie ein Doofer und habe ihn nicht gefunden. Aber ist anfangs nicht gefunden. Ja, und dann habe ich ihn doch gefunden. Ja, guck mal hin, Leute, da ist ein Knopf. Diese Sauhunde, diese verdammten. So, da siehst also, wir müssen hierher. So, und dann müssen wir irgendwie ganz schnell sein. Ja, das ist Banane. Gedrückt haben wir. So, und jetzt ist nämlich hier ein Türchen aufgegangen. So, und wir kommen hier rein. Und da gibt es ein Geheimnis. Secret found. So, und finden tun wir hier ein Buch. Lege ich erstmal hierher. Kümmern wir uns gleich drum. Und ein Shuriken. Wer hat den Shur die Shuriken? Der hat die Shuriken. So. Das wollte ich weglegen. Wo liegt denn der?
Euer halbes Kilo. Die sind schön leicht, gell? Erstaunlich. So, also noch ein Secret Found. Wir gucken nochmal die Wände an, dass wir uns nicht hier veräppeln. Ich habe nämlich in dem Spiel langsam das Gefühl, die haben sich da ganz schön Mühe gegeben, übelste Secrets einzubauen. Und so, Garak, der Fackelwerfer. Werf. Hätte ich war schneller. So. Okay, das war Nummer 1. Hoffentlich finde ich wieder, was ich wo ich hin will. Ne, ich bin in der verkehrten Richtung unterwegs. Ich bin jetzt immer richtig. Ja. So, na das kennen wir ja noch, gell? Hier. Er will ein Opfer haben. Ja, dass man da zweimal opfern kann, das hat mir der Silbersand geschrieben. Und es gibt ein paar Handschuhe. Mit Protection 1 und Kälteresistenz 5. So. Drücken wir mal einen Boss in der Hand, dass da was vom Leben hat. So. Und jetzt können wir wieder auf unsere ursprüngliche Startposition zurück. Ich glaube, ich bin gerade wieder vor Ort. Ja, wie könnte es auch anders sein? So. Ach Mann, Leute, macht mich doch nicht kirre. Hier geht's lang. Ja. Genau hier. Hier. Hier, hier, hier. So, damit sind wir jetzt erstmal wieder an der Stelle. Aber da habe ich noch eine kleine lustige Sache. Ja, warum liegt da die Fackel hier nicht her? Ey, das ist ja merkwürdig. Du kannst hier nichts hinlegen. Bei diesem grünen Zeug. Ja, hier ist was los. So. Oh, ist das finster. Aber wir müssen ja nicht leben wie die Hunde. Ich habe nämlich was rausgekriegt. Join. wir können per Spruch Licht machen. Hat allerdings zwei Nachteile. Wir können nicht mehr machen, nicht mehr Licht machen. Also das ist egal, ob wir jetzt nochmal klicken. Und damit bleiben wir also quasi bei der Stärke, die etwas geringer ist wie die Fackelstärke. Okay? Auch so in der Not, wenn die Fackeln alle sind, finde ich das eigentlich ganz okay. Hält im Übrigen ungefähr 10 Minuten an. Ich habe es extra mal probehalber vorhin einfach mal hingestellt und habe mal geguckt, wie lange sie brauchen, bis das Licht wieder ausgeht. So, das wollte ich noch erzählen. Es hat auch den Vorteil, wir können mal die Fackel beiseite tun und können ihr auch noch mal eine Fernwaffe in der Hand drücken, hier wie zum Beispiel die Shurikens oder irgend sowas. Okay. Und können dann auch mal schnell mit dem Shuriken noch mal zuschlagen. So, aber jetzt werden wir erstmal einen Speicherpunkt hier machen. So, LB15. So, gucken wir halt mal, was uns jetzt hier blüht. Das hatte ich ja schon ausgerüstet hier, das gute Schwert. Ja. So. Na, dann schauen wir mal, was uns hier hinten blüht. Ich vermute nichts Gutes. Ich vermute nichts Gutes. Wer wohnt hier? Warte her. Boilet Greg Beadle. Soll das sein? Hier kommt Boilet Greg Beadle. Ach, Esper. Esper. Uah. Na komm, dann du in deinen Sack rein.
Okay, ein Pilzchen. Den man nicht nur essen kann, den kann man auch, hätte ich vielleicht früher mal genauer lesen sollen, den kann man auch als Ingredienz hier verwenden. Aber da brauchen wir scheinbar erst ein Rezept oder sowas. So, sonst noch irgendwas hier? Sieht nicht so aus. Hey, die Wand noch. So. Okay. Also geht es hier lang. Ja. Viel speichern ist eigentlich in solchen Spielen fast Pflicht. Ich sehe hier schon links wieder was liegen. Aha, was ist das? Ah, noch Warnschuhe. Rückzug. Was haben die? Protection plus 2. Wie sieht es denn hier mit den Resistenzen aus bei dem? Der hat dadurch jetzt Kälteresistenz. Was? Wieso hat denn da plus Kälteresistenz 2? Nee, Moment mal, da gebe ich die Handschuhe in Garak. Dass die halbwegs ungefähr immer ein bisschen die gleiche Dings haben hier. Kälteresistenz 10. So, und kriegt jetzt. Ach Quatsch, Mann. Und er hat jetzt. Müsste 7 haben. So, okay. Warum habe ich das Ding eigentlich in Garak gegeben? Und nicht hier und Boss. Der Boss ist doch hier der, der am besten ausgerüstet werden sollte. So, das haben wir jetzt umgestellt. Ja, der große Vorteil, man sieht jetzt hier die Fackel, die flackert schon ein bisschen. Gell? Und wenn die ausgeht, dadurch, dass ich ja vorher die Lichtzauber angewendet habe. Ah, eine Tür. Eine Tür. Aha. Was haben wir hier? Fackeln nehmen wir natürlich mit, klar. Aber ich glaube, die werden wir dann nicht mehr so viel brauchen. Worüber ich mir momentan richtig Sorgen mache. Ach, hör auf. Ich höre doch schon wieder dieses Viehzeug hier, diese Spinnen. Also das ist wirklich, das sind wie so massive Hassgegner, die Spinnen. Die kann ich überhaupt nicht ab. Jetzt hier hin. Ja. Ah, Verkackeierung. Na toll. Das ist nur eine Verkackeierung. So. Aber ich schätze mal, uns werden jetzt gleich hier Spinnen anfallen. Ja. Geht's doch schon los, das sind doch schon wieder die Spinneier hier. Ah, ich hab's doch gerade gesehen, das Mistvieh. Na komm her. Mistvieh. Hinterherrennen will ich ehrlich gesagt nicht. Oder? Was leg ich Banane? Ha, gar nichts. Auch nichts. Oh, da ist er. Du kannst mich mal dem geschlachtete Party. Ist viel Verdammtes. Noch eine? Ja. So. Alles klar schon. Zack, zack. Das machen wir weg hier. So, können wir schlafen? Ach, gucken wir mal. Na warte mal, stellen wir uns mit der Ecke rein. Und machen wir Grunzerle. Damit wieder Energie da ist. So. Na gut, da rammeln wir doch mal dann hinter, wo die herkamen. Da sind noch mehr Fische Eier. Ha.
Ja, in solchen Ecken ist man eigentlich gewohnt. Oh, Tür. Mal merken. In solchen Ecken ist man eigentlich mal gewohnt, dass was drin liegt. Wenn da nichts drin liegt, ist man erstmal ein bisschen enttäuscht. So. Okay, haben wir das jetzt klar hier? Habe ich jetzt gerade von Geräusch. Oh. Habe ich jetzt gerade von Geräusch gehört? Was ist das hier? Ach, wieder so eine Notiz. Die Spinnen sind überall. Na gut. Okay. Spinnen überall. Oh, ja, genau. Gerade mitgekriegt. Eins auf die Mauer hier. Und Mutti hau ich auch noch mal eine. So. Da kann ja mal das Wort nicht rein. Spinnen überall. Ich glaube, er hat ein wenig Glück. Oh. Jetzt wird schon wieder eine hier. Aber jetzt, was ich aufgemacht habe hier. Ach Mann, das macht doch das Team halt tot. Oh, was ist denn jetzt hier? It's a key. So. Wo waren wir jetzt hergekommen? Von. Ich muss erstmal in den sicheren Raum. Von hier waren wir doch gekommen, gell? Wo waren das jetzt? Wo waren wir hergekommen? Nee, von da waren wir. Uah, scheiße, schon wieder. Ich wollte eigentlich erstmal in den sicheren Raum. Ach, Kacke, ist schon wieder einer tot. Mann! Ich wollte eigentlich noch nicht hierher. So. Ich wollte. Oh, was haben wir? Secret Found, na gut. Davon nehme ich das gerne in Kauf. Und so soll es. Ich hoffe mal, wir können schlafen. Mal sehen. Ja, ein bisschen geht's. Wir müssen eh wieder zurück, aber ja, wir müssen noch mal ganz zurück. Das bringt nichts, wenn sie hier total am Arsch sind, die Jungs hier. Ja, macht ja keinen Sinn, brauchen wir nicht zu schlafen. Schnecke, machen wir ein bisschen Licht hier. Das ist ja finster wie ein Bärenarsch hier drin. So, oh, ein Knäppel. Ein Knäppel. Oh, nee, da will ich noch nicht hin. Was immer das ist. Merken wir uns mal auf der Map. Wo sind wir? Ach, da oben sind wir. Merken wir uns mal, dass da was ist. So. Wollen wir sonst noch was? Wir pflanzen. Okay. Das Lustige ist nämlich, wenn wir. Ihr habt gerade hier unten, da war er vergiftet. Jetzt geht eine Heilung wieder normal hoch. Wenn man es schafft, noch sich in Sicherheit zu bringen, wo kam ich denn jetzt eigentlich her? Ah ja. Wenn man es schafft, sich in Sicherheit zu bringen, kam ich von hier. Ja. Machen wir die Tür hier zu. Dann heilen die sich auch wieder selbstständig. Hier lang. So, erstmal unseren Garak wieder zum Leben erwecken. Dann geht die Vergiftung irgendwann geht die Vergiftung weg. Das heißt also, man kann dadurch wirklich massig Antigift sparen. Es sei denn, gerade Fackelwerfer. Moment.
Es sei denn, man ist jetzt richtig fett im Kampf drin und will da jetzt nicht hier 100 Kilometer zurücklatschen. Dann kann man ja Gegengift nehmen, aber ansonsten kann man da richtig Anti-Gift sparen hier. Anti-Venom oder irgendwas stand doch da. So. Okay, nee, halt. Deckel zu. Erstmal die Jungs wieder hier vertauschen. Ach Gott, was ist denn jetzt passiert? Sind sie ja total. Hier haben wir deine blöde Fackel weg. Mir kriegst du eine neue. Da hat genug von dem Zeichen. Ja. So. Genau. Speichern. Chaka, chaka, chaka. Okay, lass doch nochmal zurückgelatschen. So, falls da nochmal so ein Vieh kommt. So, wo war ich jetzt zuletzt? Das habe ich alles erkundet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier schon hin will, gell? Aber ich bin so neugierig, Leute. Was tut man gegen Neugier? Das ist ja das, gell? Das wissen die ja auch, dass der Mensch neugierig ist. Deswegen machen sie das ja. Gucken wir halt mal rein. Ist hier irgendwas? Nö. So, na gut. Schauen wir mal runter. So, wo sind wir jetzt hier überhaupt? Ach, in den Archiven. In den Archiven. Kann man hier eigentlich blättern? Ne. Ich dachte, man kann das Ups, nein, das will ich nicht haben. Ach, was ist so toll. Mann, geht doch mal weg hier. Ich will es doch gar nicht haben. In den Archiven sind wir jetzt. Na, da ist doch bestimmt irgendwas Böses hier. Ach, ich höre schon wieder irgendwas hier. Hört sich wieder die Spinnen an, oder? So, was haben wir hier? Feed me. Fütter mich. So, was ist das hier? Oh. Oh, das Viehzeug spuckt. Oh, na hier ist was los. Oh, da ähnlich ist was tot. Oh, hier der Charakter, den hat es voll erwischt. Und diese Vergiftung heilt auch nicht. Na, das ist natürlich gar nicht gut. Ja. Hä? Wie soll man da die Viecher platt kriegen? Stein hier. Oh, das ist natürlich. Was ist denn das für eine komische Vergiftung? Wieso ist denn das nicht grün? Was ist mit dem hier los, mit dem Kollegen? Steht da? Was? Keine Ahnung, was das heißt. Muss ich erst mit Lexikon hier im Buch wieder nachgucken. Na gut, wobei, ja. Jetzt sind wir ja schon ein Stückchen rumgewandert. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn ihr Lust habt. Ich sage dann mal Tschüss und weg, euer Sheratan.